So. Knochenmehl. Oh, vielleicht soll ich auch Knochenmehl machen und nicht Knochen. Oh, der ist genauso groß wie der davor. Ah. Oh. Ich hab meine Treppe kaputt gemacht. Mist. Das war ja nichts. So. Schnell reparieren. So. Tatsächlich waren es hier nämlich wirklich nur 3 und nicht 4. Ah. Man kann gleich schlafen, glaube ich. Ja, leider habe ich mein Bett nicht dabei, aber hier stehen ja welche. Ja. Da ich jetzt, ich habe mir ein paar Fotos gemacht und dann kann ich jetzt auch doch, bevor wir das andere Dach bauen, schon die restlichen Dinger hinmachen. Ich geh mal schlafen. Ja, ich auch. Ich hab gerade wieder eine ganze Weile. Oha. Beinahe wäre ich von der Brücke runtergefallen, aber zum Glück ist hier noch dein Erdkonstrukt, als du gebaut hast, schnabbelig drauf gelandet. Vielleicht sollte ich nicht auf dem Geländer langlaufen. Doch. Weil wenn man dann auf so einen Halfslab drauf springt, so an die Kante, dann wird man nach rechts oder links von dem Halfslab gedrückt. Ja. Und dann bin ich runtergefallen. Ja. Dann lauf auf der anderen Hälfte von dem Block, dass du nach links gedrückt wirst. Oder nach rechts oder wo auch immer, auf welcher Kante du gelaufen bist. Auf der rechten. Ah ja. Sag mal, wie lange hält denn die Axt? Die hat schon die ganze Zeit einen leeren Balken. Ach, das ist die super Axt. Nimmer lang. Mhm. Haltbarkeit 4. Oha. Aber du hast ja die Diamanten alle bei dir. Ja, ja, jetzt geht's. So. Wenn ich zurückgehe durch den Gang, dann gucke ich mal, wie viele Schienen wir bräuchten. Und dann gucke ich, wie viel Eisen wir haben und dann rechne ich, ob es sich lohnt. Und dann lassen wir das lieber. Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, das lohnt sich nicht, weil wir haben nicht so viel Eisen. Ja. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Eisen eine Schiene kostet. Das muss ich dann gucken. Ich mache mir mal noch eine zweite Spitzhacke. Spitzhacke? Mhm. Warum das denn? Meine hat halt, Behutsamkeit. Was? Ja. Glück 3, meine ich. Und damit will ich nicht den Berg abbauen. Ja, stimmt. Macht Sinn. Hey, wo habe ich denn 2 Sattel her? Hatte ich die ganze Zeit dabei? Hätte ich ja doch ein Pferd mitnehmen können. Toll. Es wundert mich aber nimmer, dass du immer vergisst, was du in deinem Inventar hast. Was ist das für eine Anschuldigung? Alter, wir haben fast einen Stack Knochenmehl. Also hatten. Jetzt sind es noch 52. Ich habe jetzt nochmal 3 Bäume. Ich glaube aber, dann reicht's erstmal, oder? Ja, wahrscheinlich. So.
Oh. Irgendwie macht Discord ein paar Faxen. Ja. Das hat sich gerade disconnected und wieder mal connected. Aber diesmal ging es schneller als in der letzten Aufnahme. Nee. Doch, zumindest bei mir. So. Nee, bei mir war es letztes Mal länger. Bei mir hat sich gerade war nur Verbindung weg und Verbindung wieder da. Aber letztes Mal war Verbindung weg, Discord neu gestartet und dann Verbindung wieder da. Da kam nämlich der Sound von, wenn man Discord beendet und wenn man Discord wieder startet. Bei mir kommt da kein Sound. Bei mir schon. Also ich zumindest wäre mir keiner bewusst. Doch, das, also ich habe, du kannst irgendein Easter Egg nehmen, das ich mal ausprobiert habe. Dann gibst du irgendwas ein im Hauptmenü und dann kommt irgend so eine Anime-Stimme, die Discord irgendwie auf so Japanisch sagt. Das habe ich ausprobiert und dann ging's und seitdem habe ich es nicht ausgeschaltet. Oh je. Und die kam letztes Mal und heute nicht. Also ich glaube, das wird mich ja brutalst annerven. Ich höre das nie, weil sich Discord immer startet, wenn ich meinen PC anmache und da habe ich meinen Kopfhörer noch nicht auf. Ja gut. Deswegen vergesse ich auch immer, das wieder auszuschalten. Vielleicht gibt es noch andere Discord-Start-Sounds. Das wäre doch mal was. Aber das ist nicht jetzt zu recherchieren, sondern wann anders. Vielleicht lieber nicht. Aber was ich recherchiere, ist, wie viele... Also was heißt recherchiere? Ich gucke im Rezept, wie viel Eisen man braucht für Schienen. 6. Weißt du das auswendig? Ja, und du kriegst 16 Schienen raus. Das ist gut zu wissen. Ja. So. Powerdrails braucht man Gold. Gold haben wir ein paar. Ja, Gold können wir im Nether aber abbauen, das wäre kein Problem. Müssen wir nicht mal schmelzen. Wir haben 9 Schienen. Die nehme ich mal mit. Ah ja. Und Gold haben wir hier auch noch. Viel. Ja. Komm, ich lasse die Schienen mal hier. Ich weiß ja nicht, ob ich es baue oder nicht. Ich muss erst mal zählen, wie viele wir brauchen. So. Also ich habe jetzt noch mal 3 Stacks und 63. Also fast 4 Stacks an Stämmen. Das sollte reichen, denke ich mal. Ja. Tschüss, Axt. Jetzt kann ich endlich die neue nehmen. So, ich weiß gar nicht mal, wie ich die Tür gebaut habe. Ah doch, ich weiß es nicht. So, dann komme ich jetzt mal zurück. Jetzt weiß ich auch gleich, wie viel Schaden man bekommt. Oh ja, man hat da noch 3,5 bis 4 Herzen, wenn man da runterfällt. Ja. Das ist extremer, als ich dachte. Ja. So. Und jetzt muss ich mal schauen. In welche Richtung geht's? Okay, von minus 55. Ey, jetzt kommt hier so ein dummes Schwein. Willst du Stress? Nee, okay. Das Schwein will keinen Stress, aber das andere Schwein, Schweinemännchen, wie heißen die nochmal mit den Armbrustdingen? Piglins. Ah, genau. Das wollte Stress. Also von minus 55 bis plus 120. Das heißt, wir haben 175 Blöcke. Ist das richtig? Ich rechne da nicht mit jetzt. Ja. Ich muss es ja nicht genau wissen, nur grob 175. Scheiße, ich hätte vielleicht doch die Koordinate gucken sollen.
Genie. Also nochmal alles zurück. Das schreibe ich mal kurz im Chat, sonst vergesse ich es. Okay, und die andere Koordinate von 161 geht's los. Von 161 bis minus 70, grob gesagt. Also 160 Blöcke plus 70 Blöcke. Und dann natürlich noch plus die 175 waren es, ja. 405 Blöcke wären das. Mhm. Also sagen wir grob über 400 auf jeden Fall. Rechnen wir mal mit 410. So. Und wie viel bekommt man raus? 16. Mhm. Das heißt, ich mache durch 16. Das heißt, ich muss 25,6 Mal eine Schiene craften. Mhm. Also sagen wir 26 Mal. Und wie viel Eisen braucht man? 6. Mhm. Das heißt, es wären 156 Eisen. Das ist überhaupt nicht viel. Und das sind nicht mal 3 Stacks. Ja, das sind 2,4375 Stacks. Mhm. Geht eigentlich voll. So. Eigentlich könnte man das fast schon machen. Ja. Weil das ist dann deutlich angenehmer, da durchs Nether zu traveln. Oh ja. Und man könnte theoretisch auch einen Kisten-Minecart machen und wenn man dann das Zeug hin und her transportiert, sich das jeweils hin und her schicken. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, weil... Ach, das wäre cool. Muss ja, ja, es wäre cool, aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, weil du musst ja immer von dem Portal hier dann ewig weit zum Haus laufen und im anderen Haus ja auch, musst ja ewig erst zum Portal laufen und so. Wobei, eigentlich könnte man das machen. So, wo ist unser Eis? Das Prinzip, damit man die auch mal benutzt. Tja, und jetzt kommt die Ernüchterung. Wir haben... Ein Stack und 21. Ja gut, aber wir haben ja nicht mal aktiv Eisen gesammelt. Aber soll ich wirklich unser ganzes Eisen für Schienen verschwenden? Nee, ich würde erst was holen und dann die ganzen Dinge machen. Sollen wir übrigens mal schlafen? Ja. Aua, Lippfackeln. Wieso? Weil du Wasser rumschüttest. Es ist nichts rumgeflossen. Ah, na dann. Oha. Ja, da muss eine Tür, kannst du mal reingehen. Oh ja. Cool. Ja, da muss sehr viel vom Berg weg. Irgendwie erinnert mich das an die Szene von SpongeBob, wo die große Krabbe im Hotel ist und Thaddäus kriegt den Aufzug für Mitarbeiter und dann geht die Türe auf und dahinter ist das Treppenhaus. Ah ja, genau. Ich will aber gar kein Eisen holen. Ja, wobei, wenn ich sage, doch, hier ist doch so eine normale Höhle. Warte, ich schmeiß mal mein Holz hier rein und alles. Oh. Wir haben was ganz, ganz, ganz Wichtiges vergessen. Was denn? Wir haben keine Gerüstblöcke da. Gerade war ich drüben. Kannst schon mal rübergehen. Oder nicht? Haben wir nicht. Doch, wir haben aber Bambus hier. Haben wir? Du hattest den Bambus mitgenommen in der Winterwelt und du hast dein Inventar nicht geleert am neuen Haus, soweit ich weiß. Oder hast du es geleert? Hier ist es. Bambus, ein Stack. Den muss man anpflanzen. Tatsächlich. Aber nicht alles. Neun, zehn, eins, zwei, drei. So. 20 anpflanzen und 44 zu Gerüsten. Klingt ja doch nach einer vernünftigen Menge. Wie gehen die Gerüste nochmal? Ich weiß es nicht.
Ich brauche mal ausnahmsweise das schlaue Buch. Das benutze ich sehr häufig. Ich benutze das nie. Alleine schon, wenn ich viel craften will, geht das richtig gut, weil dann muss man nicht alles einzeln anordnen, sondern mit Shift-Click kann man. Ja. Ich benutze auch richtig oft Shift-Click, du fast gar nicht, fällt mir beim Schneiden auf. Echt? Ja. Wenn du ich zum glaub, Beispiel. Ich habe so viel die alte Version gespielt in letzter Zeit, weil da geht es nicht. Weil, wenn du zum Beispiel was aus der Hotbar rauslegen willst, dann öffnest du halt das Inventar, klickst es an und legst oben irgendwo rein. Genauso wie wenn du irgendwas in die Hotbar unten reintun willst. Ich mache das alles mit Shift-Click. Oder auch in Kisten rein. Du ziehst es immer manuell und ich mache es alles mit Shift-Click. Ja, nicht immer. Wenn ich viele Items mache, mache ich auch Shift-Click. Das stimmt, ja. Aber ich mache es auch bei einzelnen Items. Ja. Okay, vielleicht soll ich nicht Kohle abbauen, sonst bin ich hier ewig drin. Ich habe 6 Gerüstblöcke jetzt. Oh, wow. Mehr reicht's nicht. Wir haben keine Fäden. Ja, aber das Ding wächst, das Ding... Oh. Fäden. Ja, die Bambusdinger, die wachsen. Ja. Bambus brauchen wir nicht so viel, aber Fäden. Lieber Herr Pillager, entweder du verziehst dich jetzt oder ich schieße dich ab. Aber halt, ich muss erst mein Schild rausholen. Schild doch mal. Ich versteck mich mal hier im Haus. Schild doch mal, haha. Aha. So, mein Lieber. Ich habe keine Pfeile. Aua. Das war unfair. Camper. Tschüss. So, das hast du von. RIP Pillager. Nix RIP. Hoffentlich ist das auch Eisen und kein dummes Rohkupfer. Es ist Rohkupfer. Tja. Wer braucht denn auch Rohkupfer? Du nicht offenbar. Richtig. Ich brauche Eisen. Eisen. Rohkupfer kann ich wegschmeißen. Ja. So, Kohle nehme ich auch nicht mit. Was ist denn hier? Hier kommt Wasser irgendwoher. Ist nur eine Quelle gewesen. Oh, ein Skelett. Ich will Stress. Und ein Creeper. Zwei Creeper. Aber gehört. Danke, Schild, du hast mich gerettet. Ja. Wo waren das? Unterm Haus wahrscheinlich. Oh, ich sehe deinen Namen da oben. Ja, ich bin in diese eine Höhle reingegangen, die ich dir mal gezeigt habe. Ah. Die hier in den Berg reingeht, relativ nah an unserem Haus. Solange du in die große Höhle reingehst. Nee, da ist kaputt. Da Lust ab Eisen abzubauen, da muss ich ja. Da brauche ich auch Gerüstblöcke wahrscheinlich. Aber hier ist echt wenig Eisen drin. Also, um genau zu sein, gar keins. Ich habe schon über die Hälfte der Höhle durch. Zumindest von dem, was man am Anfang gesehen hat. Da unten ist noch ein Creeper. Hier ist Kohle. Hier ist was. Was ist das? Oh, Kupfer. Sag mal. Was ist denn? Hier ist nur explodieren überall. Hier sind halt Creeper drin. Leuchtflechten? Warum kommt hier von dem Kies so ein Partikel runter? Weil der in der Luft schwebt. Seit wann gibt's denn das? Schon oft, wenn die in der Luft generieren. Das ist schon lang so. Da hab ich noch nie drauf geachtet, bewusst. Na toll. Das gibt aller... ist das vielleicht echt so, dass es Eisen vermehrt in den großen Höhlen gibt jetzt nur noch? Nee, wieso? Warum nicht, dass ich nichts finde? Tatsächlich kommt Eisen jetzt in noch größeren Mengen. Ah nein, halt, warte mal. Vergiss, was ich gesagt habe. War das war für die Alpha. Die ist schon ein bisschen her eine Weile, ein paar Jährchen. Ja, für die Beta übrigens, nicht Alpha. Ich hab zweimal verkackt in einem Satz. Ja. Okay, hier ist auch Tageslicht irgendwo. Was haben wir hier? Rohkupfer, natürlich. Ich habe fast einen Stack Rohkupfer. So ein Glück. Sollte einfach
Kupferschienen machen können. Ja. Vielleicht übersehe ich es. Oh ne, ich kann das doch nicht immer übersehen. Ich baue schon extra mal das Rohkupfer ab, um mich zu vergewissern, dass es kein Eisen ist, was ich liegen lasse. Oh, und jetzt habe ich keine Fackel mehr. Und hier geht es ziemlich tief runter. Dann dagge ich jetzt nicht runter. Naja, das war ja überhaupt nicht von Erfolg gekrönt. Das nervt mich. Wir haben kein Stück Eisen mehr als davor. Aber immerhin auch keins weniger. Das ist doch schon mal was. Ja. Und 7 Kohle haben wir. Das ist nicht viel.